Wir nutzen heute den Begriff deutsche Einheit. Es ging eigentlich, sollte um eine Wiedervereinigung gehen. Ich habe das damals aber als eine Übernahme empfunden. Und ich selber wurde zwangsumgesiedelt. So ist es eigentlich gewesen. Man hat ja mit mir, also es war ja nichts Freiwilliges. Ich wurde quasi zwangsumgesiedelt, ohne dass ich meinen Ort gewechselt habe. Man änderte einfach meine Staatsbürgerschaft ohne mein Einverständnis. Ja, hallo in die Runde. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute erzählen kann, weil meine Geschichte ist auch eine Geschichte der Sprachlosigkeit und eine Geschichte der Entpolitisierung. Ich bin 1969 in Ostberlin geboren worden. Meine Mutter, Jahrgang 37, kam aus Sachsen und wollte einen neuen jungen sozialistischen Staat mit aufbauen, weil sie sich distanzieren wollte von dem Nationalsozialismus und von den Verbrechen der Nationalsozialisten ihrer Vätergeneration. Und mein Vater ist Däne. Warum kam er nach Ostberlin als quasi Vertreter eines Westlandes? Er war als junger Mann Kommunist, als Student. Er hat Germanistik studiert und arbeitete über Bertolt Brecht. Und die dänische KP, also die dänische Kommunistische Partei, hatte ihn delegiert, hat ihm ein Forschungsstipendium finanziert, um in Ostberlin am BE, am Berliner Ensemble und am Brechthaus recherchieren und forschen zu können. Dann hat er aber ziemlich schnell Folgendes festgestellt, dass der real existierende Sozialismus nicht ganz so übereinstimmt mit dem Bild, was er kannte aus seinen Lehrbüchern, der Sozialismus als Übergangsphase zum Kommunismus. Sie kennen das wahrscheinlich auch alle. Jeder, der ML hatte, Marxismus, Leninismus, kannte diese Kategorien und er war sehr enttäuscht. Er hat dann auch als Journalist Artikel veröffentlicht unter einem Pseudonym über West-Berlin. Er ist dann auch zurückgegangen nach Dänemark. Meine Mutter hatte meinen Vater in meiner Geburtsurkunde nicht angegeben. Da steht bis heute Vater unbekannt, weil sie dachte, das bringt ihr und auch mir später Nachteile, einen Vater aus dem nicht-sozialistischen Ausland zu haben. Diese Rechnung ging natürlich überhaupt nicht auf, weil die Stasi wusste erstens, wer mein Vater war, zweitens stand meine Mutter unter Beobachtung und mein Vater sowieso. Und die Gespräche, die in unserem Elternhaus in meinem Elternhaus stattfanden, viele, viele Diskussionen, die damals zu DDR-Zeiten üblich waren, also gerade in den 70er Jahren. Meine Mutter hatte Bekannte in Kreisen von Journalisten und Künstlern, Rechtsanwälten, wurde abends immer viel Alkohol getrunken, viel geraucht. Ich saß als Kind oft unter dem Tisch. Manchmal hat man mich dort auch vergessen, ich bin eingeschlafen, aber es wurde viel diskutiert und auch über Missstände in den Betrieben, Visionen, wie DDR besser funktionieren kann und wie man sich artikulieren kann. Und viele dieser Gespräche wurden aufgezeichnet und befinden sich heute in den Stasi-Akten. Später, als wir umziehen durften, bekamen wir auch ein Telefon. Das Telefon wurde auch von der Staatssicherheit abgehört. Ich bin also aufgewachsen mit dem Wissen, dass man alles sagen kann, aber nicht vor jedem. Das war irgendwie klar von vornherein. Ich fand die Schulzeit sehr gut. Ich habe die polytechnische Ausbildung, die polytechnische Volksbildung genossen. Ich profitiere bis heute davon. Wir haben also gelernt, wie man Eisen feilt. Wir haben technisches Zeichnen gelernt. Wir haben die Betriebe kennengelernt. Wir haben sogar dann EDV-gestützte Optimierungsrechnungen schon gemacht. Und das
Alles würde ich mir wünschen, dass das wieder einkehrt in die Schulen, weil es so, so sinnvoll ist. Ich engagierte mich dann auch als Pionier, als Gruppenratsvorsitzende und später als Kulturfunktionärin in der FDJ, im Freundschaftsrat hieß es ja. Aber immer hatte ich meine Mutter im Ohr, pass auf, was du sagst, verscherz es dir nicht. Also ich bin janusköpfig aufgewachsen. Ich bin doppelzüngig erzogen worden. Das ist mir erst später klar geworden. Wir haben ja gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Damals schon als junger Mensch konnte ich das ganz gut. Aber man hatte auch gelernt, zwischen den Zeilen sich selbst zu äußern. Und diese Gefahr, für sich selber Nachteile zu bekommen, die saß eigentlich immer irgendwie auch im Nacken. Mein Klassenlehrer dann in der Abiturzeit, der hat die Offiziersanwärter mal aus unserer Schulklasse beiseite genommen und sie sollten ein Auge auf mich haben. Er würde sich Sorgen machen um meine sozialistische Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich zwar erst später erfahren, aber es kam zu folgender Situation. Wir sollten ein Kulturprogramm erarbeiten zum Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution und ich habe ein Theaterstück für unsere Schulklasse geschrieben. In diesem Theaterstück kamen auch Majakowski und Ilja Ehrenburg vor, die traten da auf und natürlich war da latente Kritik an dem Stalinismus der 30er Jahre versteckt, aber das war nicht offensichtlich und unsere Schulklasse hatte das beste Programm präsentiert und sollte delegiert werden in den Pionierpalast Wuhlheide zu einem Berliner Gesamtausscheid. Und ich musste vor der Schulleitung Stellung nehmen zu dem Text. Und Sie kennen das sicherlich, man war ja selber so geschult in dem sozialistischen Vokabular und wie ich schon gesagt habe, doppelzüngig erzogen. Ich habe das völlig plausibel hinbekommen und wir durften das Programm, obwohl es so kritisch war, dann auch vor ganz Berlin aufführen. Ich würde eigentlich behaupten, dass ich eine sehr glückliche Kindheit und Jugend in der DDR verlebt habe. Aber Kritik war nicht erwünscht, das wusste ich auch. Mein Onkel bekam Berufsverbot, weil er nicht mit der Stasi zusammenarbeiten wollte und konnte sich nicht seiner Ausbildung entsprechend beruflich einbringen, hat daraufhin einen Ausreiseantrag gestellt und der wurde auch sofort genehmigt. Ich bekam dann, weil ich so gut lügen konnte anscheinend, einen sehr begehrten Studienplatz. Ich durfte Musikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studieren, obwohl ich so schlecht Klavier spielte. Diese Tatsache hat mir dann Folgendes eingebracht: eine Kommilitonin, mit der ich immer befreundet sein wollte, die mich aber nie an sich ranließ, dachte über Jahre hinweg, ich sei bei der Stasi, weil, wie sie richtig überlegt hatte, wenn jemand so schlecht Klavier spielt und trotzdem die Eignungsprüfung besteht, dann kann diese Person ja nur bei der Stasi sein. Und das war so bitter, das dann nach der Wende erfahren zu haben. Sie selber hatte sich jahrelang bemüht um diesen Studienplatz und sie spielte sehr gut Klavier. Sie durfte aber, also sie wurde lange zurückgehalten, weil sie eine Pfarrerstochter war. Ja, das waren so diese Geschichten. Aber dann kam ja in meiner frühen Studienzeit, ich war 20 Jahre alt, die Wende und die hat mich völlig geschockt in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was die Abläufe an der Universität anbelangt haben und auch, was auf der Straße passiert ist. In den Universitäten wurde evaluiert. Frau Schipanski hat das schon angesprochen. Alle Professoren standen auf dem Prüfstand. Meine besten Professoren mussten sich auf ihre eigene Professur bewerben. Da reichte das Parteibuch und viele mussten gehen. Das war sehr demütigend. Ich fand das damals sehr ungerecht. Ich habe noch als Studentenrat versucht, irgendwie an den Reformierungsversuchen an der Uni mitzuwirken. Aber es war ja ziemlich schnell, dass einfach das westliche Studiensystem übernommen wurde.
Und wir haben dann auch tatsächlich sehr überhebliche Mittelklasse-Professoren aus dem Westen bekommen. Und ich finde, bis heute ist das Verhältnis der Lehrkräfte an den Ausbildungseinrichtungen und Universitäten, Hochschulen nicht ausgewogen zwischen Ost- und Westdeutschen. Ich weiß auch, dass es kaum noch ein ostdeutsches Theater gibt, was einen ostdeutschen Intendanten hat. Auf der Straße kippte die Stimmung um. Jetzt wurde schon mehrfach diese große Demonstration, auf der ich auch teilnahm, am 4. Oktober am Alexanderplatz genannt. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese selbstgemalten Transparente. Viele Künstler waren dabei, auch Literaten, Freigeister. Und auf diesen Transparenten stand: Freie Wahlen, Demokratie jetzt, Schluss mit der SED-Diktatur. Das waren die Slogans. Und auf den späteren Demonstrationen dann, auf denen ich gar nicht mehr selber war, sah man auf den Fotos so einheitliche Bundesflaggen, also Fahnen und auch kleine Parteifähnchen, die wurden aus LKWs, aus westdeutschen LKWs heraus verteilt. Und Sie wissen aus, Wir sind das Volk wurde dann, Wir sind ein Volk. Und dann ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass es eigentlich, wir nutzen heute den Begriff deutsche Einheit. Es ging eigentlich, sollte um eine Wiedervereinigung gehen. Ich habe das damals aber als eine Übernahme empfunden. Und ich selber wurde zwangsumgesiedelt. So ist es eigentlich gewesen. Man hat ja mit mir, also es war ja nichts Freiwilliges. Ich wurde quasi zwangsumgesiedelt, ohne dass ich meinen Ort gewechselt habe. Man änderte einfach meine Staatsbürgerschaft ohne mein Einverständnis. Mein bisheriges Leben wurde irgendwie in Frage gestellt und entwertet. Eines Tages musste ich in der Uni bei einer Veranstaltung die Nationalhymne singen. Und da ist mir erstmal klar geworden, warum. Noch vor kurzem habe ich eine andere Hymne gesungen und ich fand das zu überrumpeln, zu schnell und nicht mit mir abgestimmt. Also eigentlich habe ich es damals empfunden, lange Zeit nicht, dass es eigentlich um eine Auslöschung oder ich habe es selber an mir wie so eine Auslöschung meiner ostdeutschen Identität empfunden. Und was hier auch heute schon genannt wurde, diese Bemühungen des neuen Forums und der Bürgerrechtler des runden Tisches, die die DDR ja reformieren wollten. Das fand ja nicht mehr statt. Also man hat dann gemerkt, es geht um eine wirtschaftliche, soziale, kulturelle Komplettabwicklung. Und das war der Moment, wo ich eigentlich aufgehört habe, mich zu engagieren. Ich war ab dem Moment entpolitisiert und habe meine gesellschaftliche Sprache verloren. Niemand hat mir mehr zugehört. Also deshalb finde ich dieses Format Erzählsalon so wichtig. Meine ostdeutschen Freunde, die waren irgendwie damit beschäftigt, eine neue Existenz aufzubauen. Die hatten alle Ängste. Wie geht es jetzt weiter? Die westdeutschen neuen Freunde konnten oder wollten nicht zuhören, kamen, wenn es um Schmerzerfahrungen ging oder auch Zukunftsängste, kamen die immer mit dieser Stasi-Keule, Stasi- und Mauertotenkeule. Ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte über meine Empfindungen und resignierte. Ich würde sagen, das war so eine Art politische Depression. Und mir war klar, wenn das ganze sozialistische Staatensystem wegbricht, dann kommt es zu einer Entfesselung des Monopolkapitalismus. Und das hat mir Angst gemacht, das hat mich gelähmt. Und erst viele Jahre später, als Dramaturgin am Theater in Halberstadt-Quedlinburg, da gab es einen großen Überfall von Neonazis auf junge Künstler. Da habe ich wieder angefangen, mich zu engagieren, meine Stimme einzubringen, indirekt oder ganz direkt, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und ja, es gibt Möglichkeiten, Gesellschaft zu gestalten, auch heute. Aber es reicht nicht diese Projektförderung, in der ich oft selbst auch mit drin bin. Wir brauchen eine strukturelle Förderung von Bildung und Kultur. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich an der Gestaltung
an der Demokratie beteiligen, dann müssen wir sie dafür auch ausbilden. Wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen kollektive Erfahrungen, weil die sind identitätsstiftend. Wenn die verloren gehen, so wie bei vielen Ostdeutschen, weil sie nie gehört wurden, ja, dann sind also zigtausende von Menschen abgehängt und fangen dann auch an, so zu agieren und zu handeln. Also Sie wissen, wie viel die Treuhand wirtschaftlich ausgeblutet hat, aber auch es gab ja auch so eine Art Aussaugen der Westeliten aus dem Bereich Politik, Wissenschaft und Kultur. Man hat sich nicht nur die Filetstückchen herausgeschnitten, sondern auch das Herz. So habe ich das damals empfunden und jetzt in der Nachbetrachtung, 30 Jahre danach, würde ich es genau so beschreiben. Und das ist natürlich hochgefährlich. Dieses Erzählprojekt von Rohrstock finde ich deshalb so wichtig, weil sonst, wenn wir diese Tabuisierung weiter, sogar transgenerativ weitergeben, hätte das schlimme Folgen. Und wir müssen jetzt die Zeit nutzen für solche Zeitzeugenerzählungen, denn Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben, aber Geschichte besteht ja aus den einzelnen Lebensbiografien, aus den einzelnen Erfahrungen der Menschen, die sie erlebt haben. Zum Schluss, wissen Sie, welches Datum heute ist? Heute ist Hitlers Geburtstag. Nationalsozialismus und Rassismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr finden. Und wir müssen uns wieder auf Gemeinschaft und Solidarität besinnen. Und wir schaffen das. Wir können eine sozialgerechte Gesellschaft gestalten, wenn wir alle einzeln aktiv sind. Vielen Dank. Ja, danke auch, Ort Merkel, für diese Geschichte, die ja deutlich macht, dass wir sehr, sehr unterschiedlich die Monate, Jahre der deutschen Einheit erlebt haben. Und es gehört sowohl das eine, also das Freudige dazu, wie auch Traurigkeit, Skepsis, Sorge, was auch immer. Ja? Und danke für diese Geschichte, die dazugehört.